Jo! Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier aus dem Jump Dome Linz. Wir haben heute einen Special Guest dabei. Magst du dich kurz vorstellen? Ich bin die Sarah. Genau, ein paar kennen mich vom Livestream, da bin ich ja meistens dabei. Genau. Und ich bin die Marlene. Ihr kennt's mir. Was machen wir heute? Wir machen heute ein Flickflack-Tutorial. Genau, das heiß ersehnte Flickflack-Tutorial. Das ist schon echt oft angefragt worden. Cool. Und heute zeigen wir euch, wie es geht. Soweit. Let's go! Bevor ihr mit dem Flickflack anfangen könnt, ist mal voll wichtig, dass ihr einen guten, stabilen Handstand stehen könnt. Körperspannung, gescheit aus den Schultern auszudrücken. Ganz genau, wir zeigen euch, wie das ausschaut. Einen guten Handstand könnt ihr entweder mit einem Partner üben, der euch dann einfach hält, oder auch selber gegen die Wand. Und es ist ganz wichtig, dass ihr euch da aus den Schultern außerhebt, kein Hohlkreuz macht und einfach euch den ganzen Körper anspannt. Die zweite Voraussetzung für einen Flickflack ist der Handstand umfallen in die Brücke und dann rückwärts wieder aufstehen. Dazu gibt es auch ein paar Vorübungen, die zeigen wir euch jetzt. Um euch das Ganze zu erleichtern, sucht euch am besten eine Erhöhung, die kann ruhig nur ein bisschen höher sein wie die Airtrack. Macht einen Handstand, lasst euch umfallen und geht dann wieder zurück. Weitere Übungen, dass ihr dann auch nur einen schönen Flick machen könnt, ist Handstandhüpfer und Handstandkoppett. Genau. Die Korbettbewegung ist die Basis aller Schwünge und Überschlagbewegungen vor und rückwärts und beschreibt einfach den Wechsel zwischen der überstreckten Körperposition und einer runden Körperposition. Um die Angst vor dem Rückwärtsspringen ein bisschen zu verlieren, sucht sich wieder eine Erhöhung und probiert, dass da runter geht's in die Brücke. Jetzt kommen wir mal zum Absprung vom Flickflack. Dazu positioniert ihr euch ein paar Zentimeter weit weg von irgendeiner Erhöhung und springt zurück auf das Hindernis oder auf die Erhöhung. Genau, wichtig ist, dass ihr nicht nach oben abspringt, sondern genau wie die Sarah das gemacht hat, zurückspringt. Was sagst du eigentlich zu dem Flick? Thumbs up! Wie ihr wahrscheinlich jetzt schon bemerkt habt, besteht der Flick aus zwei Phasen. Einmal aus dem Absprung und einmal dann aus der zweiten Phase, wo man einen Handstand macht und diese Korbettbewegung hast du. Die kann man mit dieser Vorübung gut trainieren. Leute, jetzt wird's ernst. Jetzt fügen wir alle Einzelteile zu einem ganzen Flickflack zusammen. Und am Anfang könnt ihr euch nur wen dazu holen zum Sichern, weil am Anfang werdet ihr euch wahrscheinlich nur nicht so trauen, dass ihr zurückspringt. Und jetzt zeigen wir euch, wie das geht. Genau. Wie ihr gesehen habt, platziere ich eine Hand am unteren Rücken, die andere Hand in die Kniekehlen. So kann man schön die Bewegung einfach mit den Armen mitmachen und kann eigentlich wenig passieren. Wichtig ist beim Flickflack derjenige, der ihn macht, dass er wirklich die Arme gestreckt lässt, dass er nicht einknickt. Aber auch in dem Fall kann man den ja dann... Genau, und immer schauen, dass ihr eher die Fingerspitzen zueinander zeigt, weil wenn ihr die nach außen zeigt, dann wird es ein bisschen blöd, wenn es eingeht bei den Ellbogen. Und jetzt zeigen wir euch nur ein paar verschiedene Flickvariationen. Wer dann den Flick schafft, folgen kann, kann probieren, dass er mehrere hintereinander schafft. So, zusammengefasst nochmal die wichtigsten Sachen. Ein guter, fixierter Handstand, eine gut gedehnte Brücke, ganz viel Mut und üben, üben, üben. Genau, dann lernt ihr das sicher innerhalb von wenigen Wochen, Monaten, je nachdem wie oft ihr zum Üben kommt. Genau. Das war's dann auch schon wieder mit unserem YouTube-Video zum Flickflack. Ich hoffe, ihr probiert es aus. Uns gibt es außerdem auch noch auf Instagram, Facebook und TikTok.
schaut da auch gern vorbei. Jeden Samstag kommt ein neues YouTube-Video und jeden Dienstag und Donnerstag ein Livestream auf TikTok. Sehr gut. Dann in diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüssi!